Laura Karasek. Der Name kommt mir bekannt vor. Hm? Was macht die denn so? Mal schauen. Autorin? Bitte? Werden jetzt auch schon Autos gegendert? Moderatorin? Was moderiert sie denn? Mit der Haarfarbe vielleicht bald wieder, Wetten, das? Anwältin? Oh, auch noch Anwältin. Gibt es irgendeinen Job, den sie nicht kann? Ja, doch, spanischer Hollywoodstar. Höhle der Lügen? Arbeitet die jetzt auch noch für Trump? Alter. Alter? Hm. Woher wissen die, dass die heute bei Late Night Alter ist? Egal. Hier ist die grandiose Laura Karasek. Na? Hallöchen! Die 80er waren so geil. So geil. So sah ich tatsächlich beim ersten Skiurlaub aus. Also wann war der? War ich 4. Also 1998. 2010 oder so? Naja, so, also gut. Wir sind ja schon im Outfit. Das wird uns dieses Jahr aber natürlich nichts nützen. Jetzt mal auf einer Skala von wann wird es mal wieder richtig Sommer bis Felix Neureuther. Wie geil findest du Skifahren? Ich finde Skifahren geil. Mhm. Ich habe das auch als Kind gemacht und dummerweise auch ein Skirennen mitgemacht. Und da gibt es ein Video, wie ich so eine, da gibt es ja immer diese Dinger, wo man ja so durch Slalom und ich fahre ein Ding um. Und Après-Ski? Après-Ski ist auch nicht so meins. Ja. Skifahren, ja. Auch gern mal in der Sonne auf der Hütte sitzen, aber ich finde besoffen Skifahren und ich meine, Après-Ski ist jetzt dieses Jahr hat auch nicht den positivsten Ruf, oder? Nee, null. Dann wieder um 7 aufstehen, ich verstehe es nicht. Aber ist eure Sache, wenn da jemand draußen sagt, Après-Ski ist doch total geil, in 2 Jahren geht's ja wieder, Mensch, dann kann es ja wieder gut gehen. Wir machen es schon heute. Ja, als denn, Ersatzdroge. Genau, wir haben nämlich hier aufgebaut, ich sage mal, das Horrorszenario für jeden intelligent denkenden Menschen während der Corona-Zeit wohlgemerkt. Denn vor uns liegt Après-Ski-Kapsel. Oh, wo kommen die denn jetzt her? Nanu, die Ariane. Haben wir geklaut. Bei Bares für Rares. Hosti. So, und die sind jetzt sehr zentral, denn wir starten beide von verschiedenen Punkten in dieses Après-Ski-Labyrinth und Hölle. Ziel ist, so viele Tassen wie möglich mit Glühwein zurück zur Bar in den Eimer zu buxieren. Ja. Meine Tassen sind die roten, deine sind die blauen. So, und bei Après-Ski ist es ja nun mal so, Viren überall. Ja? Die werden hier rumkeuchen und fleuchen. Wir haben insgesamt 3 Minuten Zeit. Die Viren werden über die Zeit schneller. Wenn du einem Virus bis unter 1,50 Meter Nähe kommst, wird es ein geben und du musst in Quarantäne, denn du bist krank. Quarantäne heißt bei uns zurück zum Start, Tassen absetzen und von vorne anfangen. Die 3 Minuten beginnen jetzt. Scheiße! Das ist gar nicht so schnell, wie man denkt. Nee, hau mal ab, dieser Blöde. Ich kann. Oh Gott. Hallo! Vor allen Dingen. Hallo! Wo ist die denn? Ich musste mal hier in die Mitte. Hau mal ab, du blödes Ding. Oh Gott. Das ist stressiger als das ist aber Gemeinheit. Warte mal. Nee. Du latscht aber auch nur im Kreis, du blöder Virus hier, oder? Piep mal ab. Los. Oh Gott, ich glaube, ich habe einen roten umgeschmissen. Tut mir sehr leid, Ariane. Oh mein Gott, weg da! Jetzt. Oh mein Gott.
rutschen schon hier schon die Glühwein. Oh Gott. Das ist gar nicht. Die verfolgen mich. Warte mal. Ich habe schon eine Tasse geschrottet. Also. Da waren 5 Euro drauf im letzten Weihnachtsmarkt, Mann! Der Pfand! Ariane, trinken wir das später alles noch? Shit, hab ich mehr? Nee, hab ich nicht. Du hast doch wie abgesehen, ne? Du kleine Virus-Zecke, du! Wie lange noch? Wie viel? Oh, das riecht aber schon scheiße. Oh. Stressig. So, dann wollen wir mal schauen, wer am meisten Glühwein gesammelt hat. Das ist aber eine tolle Messeinheit. Und den trinkst du dann aus, oder? 5,7 Zentimeter. Aha! Du, ein Mann würde sagen 20 Zentimeter. Ich glaube, stimmt. Du liest das falsch. Können wir mal einen männlichen Schiri hier haben, bitte? Ja, machen wir hier erstmal. Hier, ein kleines Bier, ein kleiner Glühwein. Vielleicht sind es auch 5,8. Ja, lass sie nicht zulabern. Lass dich nicht erstmal hier reinstecken, aber lass sie nicht zulabern. Oh! Ariane, du hast 7,1 Zentimeter. 7 Zentimeter! Mir nehmen ein kleiner Ich war nie auf so einen Feiern. Ich habe da nur von gelesen und ich kann halt Noten lesen, deswegen weiß ich, wie die Melodie geht. Die Gewinnerin kriegt diesen schönen Desinfektionsgeschenkkorb. Ich liebe Corona. Und wir haben natürlich auch einen Trostpreis. Laura, du kriegst von mir einen feuchten Händedruck. Ist das geil, in deiner Show zu sein? Geht alle zu Ariane Alter, super cool. Dankeschön, Ariane. Wow, richtig was abgestaubt. Ist richtig cool. Hat sich gelohnt, mega geil. So, mach es gut. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf bald. Danke Nimm für dir so ein Tätzchen mit, du. Tolle Einladung, Ariane.